gab ja noch die Stasi-Mitarbeiter vor Ort, die ja noch da waren. Hatten Sie persönlich als Koordinator Anfeindungen durch diese Personengruppe, nenne ich sie mal? Sehr selten und nicht von denen, mit denen wir eigentlich direkt zu tun hatten. Die alte erste Garde war im Wesentlichen weg. Es gab ein, zwei Generäle, die dazu auch gehörten, die noch da waren, aber die im Umgang nicht so die typischen DDR-Funktionäre waren. Vor allen Dingen der Leiter dieser Gruppe, das war ein aus DDR-Sicht ein eher jüngerer Stasi-General, der war kurz zuvor noch zum Chef des Amtes für nationale Sicherheit benannt worden von Modrow. Das war ja dieser Versuch, der Staatssicherheit einen ja, demokratischen oder einen ordentlichen Anstrich zu geben, indem man Amt für nationale Sicherheit daraus machte. Und das war ein im Umgang ganz zuvorkommender und eigentlich auch ja, ein umgänglicher Mensch, mit dem man auch vieles besprechen konnte. Was er natürlich, wenn wir raus waren, machte, das kann ich auch nicht genau sagen. Aber es gab da durchaus auch ein kooperatives Verhältnis. Und wir waren zum Teil natürlich auch auf diese Leute angewiesen. Zum einen darauf, dass sie einfach Vorkenntnisse hatten, dass sie die Strukturen kannten, dass sie die Archive kannten, dass sie die Materialien kannten und wussten, wo was ist. Zum anderen aber auch rein von der Manpower, die wir brauchten, um Dutzende Kilometer Akten zu verpacken, auf LKWs zu laden und ins Archiv zu fahren. Und man muss sich immer klar machen, das Bürgerkomitee konnte nicht die Auflösung der Stasi organisieren. Wir konnten nur kontrollieren. Das hieß also ganz praktisch, wenn wir in unserer Koordinierungsrunde festgelegt haben, in der nächsten Woche am Montag beginnen wir mit der Beräumung der Hauptabteilung 8, ich spinne jetzt mal, die ihr Bürogebäude irgendwo in Treptow hatte. Dann wurde genau festgelegt, das sind so und so viele 100 Büros, da liegen wahrscheinlich so und so viele Kilometer Akten, dafür brauchen wir 5 Lkw und ein Dutzend Mitarbeiter der Stasi, die die manuelle Arbeit machen und vom Bürgerkomitee kommen 3 mit, die kontrollieren, dass das auch alles seinen richtigen Weg geht und von der Polizei kommen noch mal 5 Polizisten mit, die aufpassen, dass die Akten auf dem Transport nicht verschwinden. Also das war auch durchaus kooperativ, was wir da machten und wir brauchten sie auch dazu.